Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich was richtig Cooles für euch. Oh no! Und nicht gleich abschalten. Nicht gleich abschalten. Reine Vorsichtsmaßnahme. Warum stand da jetzt gerade Werbung drauf? Zuerst erstmal, was ist für uns Werbung? Werbung ist für uns, wenn wir was dafür bekommen. Das heißt, wenn irgendjemand uns was schickt und sagt, das kannst du behalten, wenn du ein schönes Video machst. Das ist Werbung, weil wir also irgendeine Art von Vorteil davon haben. Nicht unbedingt Geld, sondern ne, Produktplatzierung, irgendwas. Haben wir überhaupt nicht. Haben wir noch gar nicht. Also wir kriegen kein Stuff geschickt. Wir zeigen nicht irgendwas, wofür man uns bezahlt oder irgendeinen Vorteil uns gibt. Wenn wir mit der Boxmanufaktur auf einer Messe sind, dann kriegen wir unsere Box auch nicht billiger. Wir haben den ganz normalen Preis bezahlt, den ihr auch bezahlen würdet. Ja, also wir machen eigentlich keine Werbung. Aber die Welt ist schlecht, ihr wisst das ja. Und jemand könnte jetzt denken, das nachfolgende Video sei Werbung. Aber auch dafür kriegen wir nichts. Wir machen das, weil wir das cool finden und weil euch das was bringt. Und wenn wir sowas machen können, wovon ihr einen Vorteil habt, wir nicht, uns ist egal, dann finden wir das cool und dann machen wir das. Wer so die Entwicklung der letzten Wochen verfolgt hat, der weiß ja, wir waren auf der Adventure Southside und auf dem Stand von der Boxmanufaktur. Und genau erklärt haben wir das ja in dem Adventure Southside Video, was es da für ein Gehuddel mit der Messeorganisation gab. Und wie der Zufall es so wollte, waren wir plötzlich auf einem Stand, haben wir uns den Stand geteilt mit den Jungs vom Overland Journal. Also wer so ein bisschen sich mit der Expeditionsmobil-Dauerhaft-Reisen-Szene beschäftigt, dem ist das Overland Journal natürlich ein Begriff. Der wird es wahrscheinlich auch alle 3 Monate in seinem Briefkasten finden. Kommt das alle 3 Monate? Ich glaube ja, 4 Ausgaben gibt es glaube ich im Jahr. 4 oder 5. Also wir bezahlen unser Abo auch selber. Wir kriegen das nicht umsonst. Aber ich konnte mit dem Mike vom Overland Journal einen Deal für euch aushandeln. Auf der Messe gibt es immer so Messe-Deals. Und so ein Heft kostet normalerweise einen 10er. Das ist nicht billig, aber das ist preiswert. Das ist seinen Preis wert. So wie ich finde. Die Fotos sind super geil. Die Druckqualität von dem Magazin ist super, super geil. Es hat ein vernünftiges Format. Die Berichte kommen von Reisenden. Also Pistenkuh ist euch allen ein Begriff. Die schreiben da regelmäßig. Also von Leuten, die wirklich unterwegs sind. So ein Heft kostet 10er. Nun gibt es auf der Messe immer solche Aktionen. Das heißt, du kannst so ein Heft für 5 Euro mitnehmen und kannst mal Probe lesen, ob dir es gefällt, ob du ein Abo machen möchtest. Ich glaube, das gibt es auch nur im Abo-Modell. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwie am Bahnhofskiosk gibt, habe ich noch nie gesehen. Also ich denke, das gibt es nur als Abo. Und wir haben jetzt einen Deal mit dem Mike vom Overland Journal gemacht, für Trip Unlimited, für unsere Follower, dass ihr diesen Messe-Deal jetzt zeitlich unbegrenzt bei uns einfach kriegen könnt. Immer. Ist das geil? Ich find's voll geil. Und zwar könnt ihr 2 Hefte für einen Preis von 10 Euro, das heißt 5 Euro, die Hälfte, 50% Rabatt auf ein Heft, kriegt ihr weltweit kostenfrei geschickt. Und das ist kein Abo, das ist einfach nur Schnupperlesen, nenne ich es mal. Also ihr könnt sagen, 10 Euro hier, nimm und kriegt dafür 2 Overland Journals und könnt da mal reinschauen und euch dann entscheiden, ob euch das gefällt, ob ihr ein Abo machen wollt. Das endet automatisch, da ist keinerlei Verpflichtung hinter, also einmalig 10 Euro 2 Hefte kriegen. Ich finde das voll cool, also top die Bude. Ich habe dann auf der Southside auch noch kurz mit dem Mike gesprochen. Das Video blende ich euch im Anschluss, kriegt ihr es natürlich zu sehen, blende ich euch ein. Leider hat der Stand hinter uns nicht ganz respektiert, dass wir da gerade ein Video machen und seinen Stand abgebaut. Und es laufen Leute nicht durchs Bild. Da haben sich Gott sei Dank Susi und noch jemand anderes hingestellt und den Weg geblockt. Aber es könnte so ein paar Störgeräusche geben. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir machen das ja auch nicht so oft. Und Interviews sind auch nicht so meine große Stärke. Ich rede lieber allein in meiner Scheune hier mit euch. Aber ich glaube, ihr kriegt mit, worum es geht.
Und der Mike erzählt auch nochmal, warum das Overland Journal halt was ganz Besonderes ist. Und wenn ihr das machen wollt, dann schickt ihr entweder direkt ans Overland Journal, die Adresse, E-Mail blende ich euch unten ein, in der Videobeschreibung steht sie. Schickt ihr eine E-Mail hin, Trip Unlimited, Schnupper-Abo, dann wissen die Bescheid. Oder ihr schickt uns über das Kontaktformular auf der Internetseite eine Nachricht, dann leiten wir das an das Overland Journal weiter. Wahrscheinlich müssen wir euch dann nochmal wieder eine E-Mail zurückschicken, dass wir eure Daten verarbeiten dürfen, dass wir eure E-Mail-Adresse dafür ja irgendwie speichern müssen, eure Anschrift, damit ne, wir das weiterleiten. Also das ist ja heute so, DGSVO, ihr kennt das Thema. Völlig nervig, völlig umsonst, aber geht nicht anders. Also wir würden euch dann eine Mail zurückschicken, so bitte bestätigt, dass wir eure Daten speichern dürfen, schicken euch unsere 27-seitige Datenschutzerklärung mit. Unser Datenschutzbeauftragten in Person, ich, na, den könnt ihr dann ansprechen, wenn ihr eure Daten wieder gelöscht haben wollt und bla 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 bla. Gut, war das jetzt Werbung? Ich weiß nicht. Aber irgendjemand, ich bin kein Anwalt, da draußen laufen aber Anwälte rum, die gucken sich das an und sagen, das ist Werbung, hier ist eine Abmahnung, wir kriegen 1000 Euro. Um das zu verhindern, steht da oben oder da, ich weiß noch nicht, wo ich es einblende, Werbevideo, vorne haben wir dick gezeigt, Werbevideo. Aber ich finde, das ist keine Werbung. Das ist ein Deal für euch und ich hoffe, ihr nehmt das an. Schaut mal rein. Wenn nicht, ne, wir kriegen unsere Hefte auch nicht billiger, habe ich schon gesagt. Aber das lohnt sich. Also wir machen nur solche Dinger, dass wir irgendwas vorstellen, wenn wir wirklich von überzeugt sind. Und wenn ich euch sage, das ist gut, dann meine ich das so. Finde ich das gut. Da. Gut. Genug geschwafelt, hier kommt das Video mit dem Mike und ciao! Hallo liebe Zuschauer, Trip Unlimited macht zusammen was mit dem Overland Journal. Wir standen hier die ganze Zeit zusammen am Messestand und haben jetzt das zweite Mal dieses wundervolle Magazin, wenn ich das so sagen darf, kennenlernen dürfen. Wir haben das natürlich schon ein paar Mal gesehen auf der Abenteuer Allrad. Auf diversen Treffen. Also erstmal, was macht ihr so? Warum ist das so anders? Also die Zeitung ist primär für die Reise, Leute, Länder, Kultur. Wir haben wenig mit normale in Anführungsstriche Fahrzeugtests, wo nackte und trockene Daten dargestellt werden, sondern wir nehmen Fahrzeuge mit auf eine Reise. Wir erklären, warum das Fahrzeug für uns als Overlander gut ist und welche Vorteile wir daraus ziehen. Okay. Ihr habt ja auch eine ganze Menge Gastbeiträge, also die Pistencrew, die macht da was. Aus England, Tom Shepard zum Beispiel, Scott Brady, unser Gründer, eigentlich sehr oft mit dabei. Also das heißt, nicht nur aus Europa, sondern global haben wir eine Schublade voll von unterschiedlichen Geschichten, die ständig nach und nach in Deutschland. Okay, sehr cool. Was können wir denn anbieten? Ja, also gemeinsam mit euch möchte ich eine Probe oder Abo oder Testlesen anbieten, indem irgendwelche zwei Ausgaben anstelle von 20 Euro für 10 Euro angeboten werden, die dann frei ausgeliefert werden. Da hängt nichts hinten dran, ist nichts, was man kündigen muss, einfach zu probieren. Okay, also, wenn ihr Interesse habt, wie macht ihr das? Also schicken die Leute euch eine E-Mail und sagen, wir haben das gesehen oder über euch. Oder über uns, schickt uns eine E-Mail, wir blenden das ein, wie ihr das kriegen könnt und dann schicken wir das an euch weiter, die Adresse und perfekt. Dann machen wir das so. Super. Also schaut euch das mal an, wir finden das richtig cool, also sind geile Bilder drin und ist mal was anderes. Einfach mal reinschauen. Dankeschön. Perfekt. Ja, prima.